Das lang ersehnte Season 5 Update ist gestern endlich erschienen und mit dem Season 5 Update sind auch zwei neue Waffen ins Spiel dazugekommen, und zwar die SDG 44, die wir schon aus Vanguard kennen, plus dazu eine neue MP, die Static KV, ist auch eine sehr, sehr starke und geile MP. Ob sie jetzt Meta ist, weiß ich noch nicht, aber im heutigen Video geht es auf jeden Fall um die SDG 44. Ich bin der Meinung, dass die SDG 44 vor allem für die Resurgence Modes absolute Meta ist. Das Ding ist auf Midrange unfassbar stark, in Lawler gibt es sie immer am Ende, testet sie unbedingt aus, levelt sie, denn die Waffe hat es wirklich in sich. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Lasst ein Like da, ein kostenloses Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Würde mich sehr, sehr unterstützen und sehr, sehr freuen. Viel, viel Spaß beim Zusehen. Let's go. Das heutige Video ist gesponsert von Opera GX. Und Opera GX ist ein Browser wie gemacht für Gamer. Und da du mein Video guckst, denke ich, nehme ich mal an, bist du auch Gamer. Deswegen solltest du dir auf jeden Fall Opera GX angucken. Wieso, weshalb, warum, zeige ich euch jetzt. Und zwar ist Opera GX, wie man schon im Background sehen kann, wirklich kein langweiliger Browser. Ich habe hier zum Beispiel die Apex Legends Team im Background laufen. Wir können aber hier über den GX Store verschiedenste Themen als Background haben. Homelander, The Boys, eure Serien, Games, die ihr gerne spielt, zum Beispiel Valorant spielen sehr, sehr gerne Leute. Valorant-Teams haben wir hier, Unmengen an Valorant-Teams. Und nicht nur der Background ändert sich, sondern auch die Tippgeräusche. Wie in Apex Legends. Alles ist wie in Apex Legends. Und das Ganze auch hier bei Valorant dann oder bei euren Lieblingsserien, die ihr euch gerne anguckt oder whatever. Der Background ist nicht nur ein Background, sondern auch die Sounds etc. Das sind alles auf die Team quasi angepasst. Plus dazu hat Opera GX ein sehr geiles Feature. Wir haben hier direkt in der Taskleiste quasi ChatGPT mit eingebaut. Ich habe hier zum Beispiel gefragt, wie das Wetter in Washington ist, oder verfasse mir einen Text über den Zweiten Weltkrieg. Man munkelt, dass einige Leute in der Schulzeit, Unizeit, whatever, gerne ChatGPT nutzen. Das Ganze könnte die hier ungestört dann machen, direkt in der Taskleiste. Plus dazu haben wir hier die GX Control, wo wir den RAM und die CPU limiten können. Einige Leute haben zum Beispiel Probleme mit FPS-Einbrüchen, wenn sie ihren Browser laufen lassen und nebenbei dann ihr Spiel zocken, müssen sie halt jedes Mal ihren Browser schließen, ihre Tabs hier schließen, alles schließen, damit das Game dann flüssig läuft, ohne FPS-Einbrüche. Das Ganze hat hier mit Opera GX ein Ende, und zwar könnt ihr hier euren RAM limiten, eure CPU limiten. Und ich habe das Ganze mal verglichen, es ist wirklich ein deutlicher Unterschied zwischen zum Beispiel Chrome und Opera GX, wenn man es im Background laufen lässt. Also es ist wirklich eine sehr, sehr geile Einstellung, die man auf jeden Fall nutzen kann. Und ihr müsst nicht ständig euren Browser immer schließen, wenn ihr euer Spiel zockt, was sehr, sehr geil ist hier bei Opera GX. Noch dazu, wenn wir hier bei Einstellungen gehen, sehen wir hier, haben wir hier den Dunkelmodus, also den Dark Web Mode. Ich habe immer den Dark Web Mode aktiviert, auch auf meinem Handy. Wenn wir hier auf Twitch gehen zum Beispiel, ist die Seite nicht weiß im Hintergrund, sondern schwarz, was für die Augen deutlich angenehmer ist. Das Problem bei diesem Dark Web Mode ist, dass wenn du auf manche Seiten gehst, der Dark Web Mode nicht aktiviert ist. Also manche Seiten unterstützen den Modus quasi nicht und dann kriegst du eine Blendrate in dein Gesicht mitten in der Nacht. Ist mir auch schon öfters passiert, dass ich auf eine Seite gegangen bin und dann ist der Dark Web Mode nicht aktiviert und auf einmal habe ich hier eine Blendrate in meinem Gesicht, weil die Seite quasi weiß ist, weil es angezeigt wird. Das Ganze hat hier mit Opera GX auch ein Ende, und zwar umschreibt Opera jede Seite wirklich direkt in den dunklen Modus, und euch erwarten keine bösen Überraschungen mehr von irgendwelchen Blendgranaten, was auch sehr geil ist. Also checkt wirklich Opera GX ab. Ich nutze wirklich Opera schon, bevor es Opera GX überhaupt gab, habe ich schon Opera genutzt und bin wirklich ein Mega-Fan. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass Opera GX auf mich zugekommen ist und der Sponsor des heutigen Videos. Checkt den Link in der Videobeschreibung ab, falls ihr Bock auf Opera GX habt. In den Kommentaren pinne ich euch auch nochmal den Link an. Da könnt ihr direkt zum Download fortsetzen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Let's go. Zu unserer Rechten befindet sich Superstore, Stacker, Superstore, Feuer, Shotgun, alles inkludiert. Ich wünsche euch einen schönen Urlaub. Sogar zu kommt hier, Bruder, what the fuck? Hast du Sniper gesehen? Irgendwie 480 Headshot-Schaden? Wer ist Sniper? Ja, wir alle. Ehrlich? Wo hast du es gesehen? Ich hab meinen Chat-Fan reingeschrieben. Oh mein Gott, Chikip! Geh da nicht rein, geh da nicht rein. Auf gar keinen Fall, Chikip. Hab's dir gesagt. Sorry. Ich hab's dir gesagt. Ich musste. Macht euch das so Spaß, Jungs? Boah, die sitzen zu viert und aimen eine Tür ab. Nee, machen die gar nicht.
Ich hab einen down. Ich hab einen Chipbreak. Zwei down. Help. Ich kann ihn nicht holen. Sehr geil. Die waren auch noch so krass, Digga. Da sind wieder vier Leute drin, ne? Wo wir gekillt haben. Also auf Dach. Also ich hab das Gefühl, dass STG Meta ist. Oder der Typ sitzt da. Oh. Wo ist der, Digga? Ist der nicht gar nicht zur Runde sitzt, Alter. Ja, hier, der Snipecaster, gell? Ja. Deepfrag. One Bullet, der Typ. Ja, hast du super gemacht. Geil, Digga. Ja, so Leute kommen dann in meinen Chat und fragen, wie die besser werden. So nicht, Bruder. Aber was sagt der da, Chat? Er schießt gegen euch. STG komplett Meta, Bruder. Komplett Meta, sag was ihr wollt. Gib mir mal deine, hast du schon Aufsätze? Komplett alles. Gib mir mal deine, ich bin wegen Recall. Komm her. Okay, hier. Geh hier, komm her. Du musst nur nachladen. Nimm, schieß mit der, Bro. World's greatest, Bruder, no joke. Du hast full Crack geraucht. Was für Crack, Bruder, die ist todeskrass. No joke, Chicken. Bruder, komplett Vision Recall, Bro. Was für Recall, Bruder? Ey, Mann, Digga, was ist los mit dir? Mach Chronos stärker. Der Vision Recall. No Recall, Bro. Ich hab da so ein Programm, da steht, Recall, Automatic Recall Control. Ich hab da auf 100%. Maybe deswegen. Guck mal, die landen wieder. Bitte beam die. Hier. Ja, geh mal hin, Komplett krass, Digga, dieses SDG. No cap.